Herzlich willkommen zu Teil 4 von Die Gilde 3. Wir befinden uns im Winter 1412 und unser Held Ulfbert ist 29, immer noch ledig, aber Besitzer von 2 Betrieben. Immerhin. Dieser Winter und auch, ich schätze mal, der nächste Frühling wird in dem Zuge stehen, dass wir unbedingt so langsam eine Frau finden müssen, sonst könnte sich das mit dem Spiel relativ schnell erledigt haben. Und ja, damit fangen wir dann doch auch direkt gleich mal an. Wir waren dabei, ein bisschen seine Erfahrung zu pushen, um vielleicht noch einen Punkt in Charisma reinzukriegen. Da fehlt nicht mehr so viel. Das heißt, wir können ihn das direkt nochmal machen lassen. Und zwar hier am Marktplatz. Jawohl. Lassen wir ihn sich selber ein bisschen rühmen. Was uns ja gleichzeitig auch die Einflusspunkte bringt, die wir für den Ausbau später unbedingt brauchen werden. So, gehen wir wieder auf normale Geschwindigkeit. Die Landschaft sieht schon ganz nice aus. Das muss man sagen. Gerade mit dem Winter, alles so ein bisschen grau, dunkel, duster. Sehr schön. 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. Sehr gut, alles in Ordnung. Da haben wir schon die erste begeisterte Zuhörerin. In der Zeit, wo er das macht, wurde es relativ schnell damit fertig. Aber wir können mal ganz kurz auf unsere Betriebe gucken gehen. Denn hier müssen wir noch ein wenig ausbauen. Damit wir auf jeden Fall noch einen weiteren Arbeiter kriegen. So, noch ist es mitten in der Nacht. Wir warten damit, bis das erste Geld wieder reinkommt. Weil wir zu wenig haben, um beides direkt zu machen. Dann ist das Blödsinn. Weil die teilweise auch Geld ausgeben müssen, um weiter verdienen zu können. Was so, ist? Er ist fertig geworden. Ich eile. So, direkt nochmal. So. Hier müssen wir auch später mal schauen, was wir upgraden können. 3 Uhr morgens und alles in Ordnung. Zustand, Produktivität, das brauchen wir alles nicht wirklich. Das brauchen wir nicht. Ich bin gerade beschäftigt. Können wir schon mal gucken, ob wir da vielleicht Gemeine, wir haben welche, die gemein sind da. Sehr gut. Die nicht so alt wären, hätten wir da sehr gute Chancen. Gut. Gut, gut, gut. Dann nicht. Er ist jetzt gleich wieder fertig. Siebenundzwanzig Erfahrungspunkte. Da müssen wir das nochmal machen. Träger ernannt. Unsere Einnahmen sehen soweit ganz okay aus. Müssen wir nur mal schauen, dass es noch ein bisschen besser wird. Das ist unser neues. Genau, das hat noch überhaupt nichts eingenommen. Was haben wir hier? Aggression und Schutz. Da wurden wir wohl schon erpresst an dem Gebäude. Ja, wir kommen aber so langsam auf einen guten Nenner dabei. So,
Der ist jetzt gleich wieder fertig. Das hat gereicht. Wunderbar. Dann hauen wir noch einen Punkt auf Charisma. Ansehensbonus haben wir schon 38% dadurch jetzt bekommen. Und dann gucken wir doch mal. Wen haben wir da? Die Jungfrau brauchen wir nicht zu probieren. Bürgerin 45, 45. Ja. Gemeine 26. Olina. Ja. Die probieren wir. Wie ihr seht, sind wir inzwischen auch schon gar nicht mehr wählerisch, was die Fähigkeiten der Guten angeht. Oder es klappt irgendwie. Ja, auf jeden Fall läuft er jetzt erstmal dahin und dann hoffen wir, das wird was. Da kommt das Geld rein. Dann können wir in der Zeit schon mal direkt zu Günthers Krönegrube gehen und dort das Upgrade machen. Nein, 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 bloß nicht. Der merkt sich, wo man hingescrollt hat. Das ist mies. So, dann haben wir das und können direkt noch einen Arbeiter anheuern. Zack. Wunderbar. Dann können die hier auch ordentlich loslegen. Dann kann das Geld bald fließen, hoffentlich. Bis jetzt hält sich das noch ziemlich in Grenzen, aber ich hoffe, mit zwei Betrieben kriegen wir da bald mehr Spielraum. Hier bin ich. So, dann machen wir... Was? Hast du es nicht hingekriegt? Boah, komm schon. Es nicht hingekriegt. Okay, okay. Ich mach mal kurz was langsamer. Wir laufen hier zu dem Marktplatz. Ja, da müssen wir gucken. Die Silberkette. Die bringt mir Ansehensbonus. Die Goldkette noch mehr Ansehensbonus. Ich will aber keinen Ansehensbonus. Tinkturen, Parfüm. Das erhöhte, glaube ich, Charisma. Kommen. Ja, komm schon. Jeden Moment ist er da. Sieht man hier auch an dem füllenden Balken. Da ist er. Sehr schön. Dann hol dir mal eins davon und selbst dieses eine kann ich mir nicht leisten. Okay. Hm? Wir probieren es so nochmal. Da ist die Olina. Das geht schnell. Machen wir nochmal. Das muss ja schließlich mal klappen. Ich bin gerade verhindert. Okay. Diesmal scheint's, es hat funktioniert. Wunderbar. Dann machen wir ihr direkt ein Kompliment. Weil ich das Gefühl habe, dass sie Komplimente mag. Oder sie verprügelt uns mit dem Knüppel oder was auch immer die da in der Hand hat. Na, Fackel. So.
Sehr schön. Nochmal geschafft. Ich glaube, bei der werten Dame funktioniert es tatsächlich. So, was könnten wir jetzt machen? Ein bisschen Süßholzraspeln. Ich hoffe, das geht gut. Boah, Junge! Da ist der Lauf! Da ist der Lauf! Sollen wir es wagen? Einen kleinen Kuss? Oh. Was ist denn auf einmal los? Der alte Charmeur da. Noch ein letztes Stückchen. So, jetzt braucht keine Scheiße. Dann ist die nämlich heiratswillig direkt. Ja, mit demselben Spruch hat das eben geschafft. Jetzt nicht bitte. Diesmal hat's nicht geklappt. Fehlschlag. Ich versuch's einfach. Ich versuch's einfach. Es hat geklappt. Er ist endlich verheiratet. Mögen sie stark fast schon ein Wunder. Viele Kinder haben und weiterhin leuchtende Beispiele an Gottesfurcht und Rechtschaffenheit für uns alle sein. Sehr schön. Ach, das ist wunderbar. Es hat endlich geklappt. Selbstverständlich. Ohne Fleiß? Sicher. Das Spiel ist gerettet. Und zwar wirklich gerettet. So. Ich bin gerade verhindert. Damit haben wir dann auch zwei Charaktere. Die wir auch wunderbar überall arbeiten lassen können. Und das wird der nächste Plan sein, dass wir die Familienmitglieder wesentlich mehr in die Geschäfte mit einbinden. Da es jetzt ein bisschen strukturierter, vor allem sicherer ist. Was ist? So, die sind schon zu Hause. Ihr wünscht mich zu sprechen? Ihr wünscht mich zu sprechen? Ich bin der Meister. So, mal kurz gucken. Für Nachwuchs sorgen. Und ich go! Eile. Nicht, dass wir das vergessen und dann war es das doch. Dass das doch noch funktioniert. Ich hatte schon meine ganz großen Zweifel so langsam. Aber es hat auf jeden Fall gut gegangen. So. Dauert noch ein bisschen, dann sind wir gleich fertig mit dem Nümmerchen. Und dann steht unserer glorreichen Dynastie nichts mehr im Wege. So, und es hat auch geklappt. Sehr schön. So, was können wir noch machen? Okay, das hätten wir vielleicht auch machen sollen, können, tun. Richtig gut Geld bekommen. Das müssen wir direkt einsetzen. Wir brauchen auf jeden Fall den neuen Rang. Da kommen wir nicht drum rum. Ja, dadurch kriegen wir auf jeden Fall einen neuen Betrieb. Scheiße. Euch glücklich.
Dank eurer unermüdlichen Arbeit habt ihr einen neuen Titel erreicht. Okay, ein paar schöne neue Fähigkeiten bekommen. Und dann müssen wir schauen, dass wir irgendwas anderes machen. Das Müllerhandwerk eventuell oder der Obstbauer, Fischer. Man könnte natürlich auch in eine ganz andere Richtung gehen. Aber ich denke, mit dieser Generation bleiben wir erstmal bei der Nahrungszubereitung. Nun? So, was wir machen können, ist aber die beiden ein bisschen was machen müssen. Selbstverständlich. Damit die weiter Punkte für uns generieren. Weil von dem Einfluss werden wir noch viel, viel brauchen. Und auch das Geld. Das muss noch ein bisschen steigen. Da brauchen wir wieder wenigstens 2500, damit wir da den neuen Betrieb machen können. Hier sind übrigens die verschiedenen Gilden, die es gibt. In die wird man später, wenn man soweit ist, eingeladen. Aber noch sind wir davon weit entfernt und ja. Mal gucken, was es werden wird. Ja, 1200 haben wir schon. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Der war schon erfolgreich wieder damit. Gut. Hier bin ich. Meine Holde auch. Jawohl. Ich finde die Umgebungsgeräusche halt auch ziemlich nice. Zum einen diese Träuter, die da hier in der Nähe ihr Lager haben. Dann hört man die verschiedenen Schmiede hämmern und alles. Also das finde ich schon ganz gut gemacht. So, ich kann gerade nicht. Gleich wieder für dich. 1300 haben wir. Ihr wünscht mich zu sprechen? Selbstverständlich. Müssen wir später mal schauen, dass wir, sobald wir Bürger sind, auch mal endlich in der Stadt Fuß fassen. Noch dürfen wir da ja nicht rein. Also rein ja, aber nichts da drin besitzen. Oh, 2000 schon. Hoffen wir mal, bevor es hier abends wird, klappt das noch. Ich mach mal eine kleine Stufe schneller das Ganze. Schon wieder ein Tausender verloren. Toll. Wurde wieder irgendwas eingekauft. Ich eile. Nun? Da
Da wurde wieder irgendwas eingekauft. Sagt's frei heraus. Ihr wünscht mich zu sprechen? Selbstverständlich. Da wurde irgendwas ganz Dickes wieder verkauft, gekauft. Hoffen wir mal, wir holen das wieder rein, was da großartig gekauft wurde. Also reinholen werden wir es ja wohl hoffentlich auf jeden Fall. Nur, dass wir das vielleicht noch heute schaffen. Bevor sich die alle schlafen legen. Oh, sehr schön. Ja. Sicher. Ich bin gerade verhindert. Selbstverständlich. Neuen Titel. Ist was? Was sind die jetzt? Eine Jungfrau schon. Boah. Wir haben so lange damit verbracht, endlich zu heiraten, dass unsere Konkurrenz schon ziemlich nach vorne gesprintet ist. Da müssen wir echt gucken, dass wir das irgendwie wieder mit der Zeit rausgeholt kriegen. Jawohl! Das wäre halt auch interessant, die Gebäude direkt den anderen abzukaufen, wie diese Hufe hier. Die sind immer so teuer. Also nimmst du dir Konkurrenz weg. Das ist das, was sich dann am Ende doch noch lohnen kann. 1600 haben wir wieder, aber ich glaube, die legen sich jetzt gleich schlafen. Kein Preis. Und dann verdienen wir die ganze Nacht wieder nichts mehr. Klick mich nicht so heftig, bitte. Ich bin gerade beschäftigt. Wir haben 2,6, sehr schön. Machen wir den Speed mal kurz wieder was kleiner. So, was machen wir? Machen wir jetzt einen auf Mehl, auf Obst oder auf Fisch? Oder sagen wir Scheiß drauf und wir gehen Landwirtschaft 2. Könnten wir auch machen. Aber ich habe einen Slot für einen weiteren Betrieb frei. Wäre natürlich gut, wenn ich den nutzen kann. Und ich glaube, das mit der Mühle wäre halt passend zu uns, weil wir haben den Bedarf ziemlich gedeckt, was das Ganze angeht. Und ja, könnten da einiges mitmachen. Okay, wir haben gerade wieder Cash verloren. Das heißt, den Betrieb könnten wir schon nicht mehr bauen. Oh Mann. Wir gehen auf die gute Mühle. So. So und nicht anders. Jawohl. Was gibt es? Es geht schnell. So, jetzt wollen wir wieder 1500. Außer wir gehen wirklich hin und sagen, die ist, ach du, jetzt wollen die schon 6000. Gerade eben waren es noch 5000. Sind unsere Betriebe. Einer ist hier und der andere ist hier. Ich bin gerade beschäftigt. Ich bin mir noch sehr unsicher. Machen wir da ein bisschen Speed mehr rein. Also wir werden sehr wahrscheinlich selber bauen müssen. Bis ich die 5000 zusammen habe, ist ja
Da ist ja Feierabend. Bin beschäftigt. Jawohl. Hier bin ich. Gut. So, wenigstens kassieren wir ganz gut. Das sind die Ragaz, gute Leute. Die reden schon gut über uns. Hallihallo, hallihallo. Ich sehe es auch so. Wir sind schon Gespräch hier. Nicht schlecht. So, dann hoffen wir, wir kriegen einen anständigen Erben. Bin beschäftigt. Oh, wie sieht das hier aus? Bin beschäftigt. 6 Charisma. Wegen dem für Nachwuchs sorgen. Okay. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Okay. Feierabend. Was ist das? Selbstverständlich. Nun? Ja. Ihr habt einen ordentlichen Charisma-Schub bekommen. Das hilft natürlich jetzt auch hierbei. Oder meine ich zumindest, dass das dabei hilft. Okay. Wir schreiben den Frühling 1416. Die Welt blüht auf. Und auch. Mitternacht und alles in Ordnung. Unsere Dynastie blüht auf mit einem neuen Jungen, der Baldemar. Baldemar klingt ganz gut. Er ist nicht besonders geschickt, ist aber ein ganz cleveres Böschchen, ist ansonsten relativ guter Durchschnitt. Ja, können wir mit dem schon was machen? Ohne Tätigkeit. Wo ist er denn? Im Haus. Können wir den irgendwas machen lassen? Hier rausspielen. Ja, nein. Ohne Fleiß kein Preis. Schick die mal rein. Gucken, ob das was bringt. 1 Uhr morgens und alles in Ordnung. Oh, die kann Tücher machen, Blumen sammeln. Hier drüber können wir Kisten am Marktplatz starten lassen. Okay. Dann würde ich sagen. Ich muss das Menü verlassen. Dass ich den auch da reinstelle als Arbeiter. Und dann mache ich das mal da rein. Schlappen, Blumensträußer, Trank der Schicksalsform. Okay, keine Ahnung. Okay, dabei fangen sie direkt an. Das geht irgendwie nicht. Da
Vielleicht muss der Junge ein bisschen was älter werden dafür. Alles in Ordnung. Aber so können die auch was arbeiten, kassieren ständig was Erfahrung, das ist gar nicht so verkehrt. Und was wir mit dem hier machen, noch keine Ahnung. Der liegt einfach so ein bisschen rum, denke ich mal, erstmal. So, apropos rumliegen. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Also, expandiert haben wir jetzt nicht besonders viel, aber wir haben auf jeden Fall unser wichtigstes Ziel heute geschafft. Und zwar, dass wir endlich geheiratet haben. Wir haben auch schon Nachwuchs bekommen. Der Sohn unseres Helden, Waldemar, wurde geboren. Herrlich. In diesem Sinne sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme. Grüß euch Gott. Ich bin fort.